Hallo Leute, hallo YouTube. Diesmal geht es darum, warum Pi nicht 4 sein kann. Hier mal ein paar Zahlen. Kreis ist U ist gleich Pi mal D. Der Umfang ist Pi mal D. Das Quadrat ist der Umfang ist 4 mal A oder A plus A plus A plus A. Wenn wir sagen, wir haben die Länge von 1, dann haben wir hier auch die Länge von 1, weil das ja klar ist. Ist ja parallel. Also wäre hier der Umfang 4 und hier 3,14, also Pi. Jetzt lassen wir mal die Zahlen beiseite und die Formeln. Jetzt gucken wir uns nur an, was passiert, wenn wir hier das Viereck betrachten. Wir haben hier vier Ecken. Ja, Umfang 4. Dann schneiden wir hier was weg. Dann haben wir hier auf einmal 8 Ecken. Dann 16 Ecken, weil es ein Quadrat ist. 4, 8, 16, dann müsste als nächstes 32 Ecken kommen. Genau, und immer so weiter. Und diese Ecken nähern sich immer mehr den Kreis an. Aber warum ist jetzt trotzdem der Umfang des Kreises nicht 4? Weil das ist hier immer 4. Um das zu verstehen, brauchen wir das noch nicht mal. Denn das brauchen wir gar nicht. Denn wir brauchen nur die Definition eines Kreises oder einen Teil der Definition. Jeder Punkt des Umfangs U ist gleich weit von einem Mittelpunkt M entfernt. Ja, hier ist der Mittelpunkt M, hier ist der Umfang U. Und jetzt sehen wir schon, warum Pi nicht 4 sein kann. Nehmen wir das nächste. Ein N-Eck oder Polygon hat immer eine endliche Anzahl von Ecken. Der Umfang eines Kreises hat unendlich viele Punkte, die gleich weit von ihrem Mittelpunkt entfernt sind. Also heißt das, wenn die Ecken abzählbar sind, sind sie immer kleiner als unendlich. Alles, was abzählbar ist, ist immer kleiner als unendlich. N ist kleiner und endlich. Und das ist schon alles, warum Pi eben nicht 4 ist. Ja, kurz und schmerzlos, sage ich mal dazu. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.